Die Kosten für die Kinderwunschbehandlung werden in Österreich unter bestimmten Bedingungen vom IVF-Fonds mitfinanziert. Dieser Fonds übernimmt 70% der Kosten für die Behandlung und die Medikamente. Folgende Voraussetzungen muss das Kinderwunschpaar erfüllen. Das Paar muss verheiratet sein oder sich in einer aufrechten Lebensgemeinschaft befinden. Es müssen beide österreichische Staatsbürger sein und bei einer österreichischen Krankenkasse versichert sein. Der Fonds unterstützt auch jene Paare, die keine österreichischen Staatsbürger sind, jedoch seit mindestens 3 Monaten in Österreich arbeiten und bei einer österreichischen Krankenkasse versichert sind. Eine weitere Voraussetzung, die der Fonds fordert, ist die Altersgrenze. Die Frau darf das 40. und der Mann das 50. Lebensjahr nicht überschritten haben. Um die Unterstützung durch den Fonds zu bekommen, muss natürlich entweder bei der Frau oder beim Mann eine diagnostizierte Fruchtbarkeitsstörung vorliegen. Das sind bei der Frau zum Beispiel verschlossene Eileiter, Endometriose oder PCO-Syndrom. Beim Mann kann die verminderte oder schlechte Samenqualität der Grund sein, dass der Fonds dazuzahlt. Wichtig ist es anzumerken, dass der Fonds pro Paar 4 Versuche unterstützt. Wenn die Behandlung erfolgreich war und es besteht nach einiger Zeit der Wunsch nach einem zweiten Kind, so unterstützt der IVF-Fonds das Paar wiederum bei 4 Versuchen mit 70% Kostenbeteiligung. Die Kinderwunschklinik in Thalheim bei Wels als Privatinstitut hat mit dem IVF-Fonds Verträge abgeschlossen, die die Behandlungs- und Medikamentenkosten für viele Paare um 70% reduzieren. Die Kosten entsprechen somit in etwa jenen an öffentlichen Krankenhäusern.